Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Let's Go Evoli. Pokémon Let's Go Evoli. Warum Evoli? Weil Pikachu zu Mainstream ist. Und ich mir auch in der Evoli-Version ein Pikachu fangen kann. Aber ich hätte gerne Evoli, dass es mich die ganze Zeit begleitet. Natürlich spielen wir auf Deutsch. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag, andere, was mich... Also, hallo, geht's noch? Was mich betrifft? Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. So schnell kann keine Menschenseele hier lesen und ich habe nichts zum Glück, damit es weitergeht, aber den Anfang kennt sowieso, hoffe ich doch mal, jeder. Aber jetzt erzähl mir erstmal etwas über dich. Ich kann nicht so schnell lesen, so. Wie siehst du eigentlich aus? Rein theoretisch wäre das hier am ehesten der Fall. Weil so braun gebrannt bin ich leider nicht. Aber ich finde die hier ganz nett. Oh, die erste. Ich nehme die hier. Verrätst du mir auch noch deinen Namen? Klar, mein Name ist... Nee, stopp. Macht er das jetzt groß? Nee, macht er nicht, war ja klar. Ist das nicht Großbuchstabe? Nee, schau mal, das ist Großbuchstabe. So, gleich habe ich's. Aru. Alles klar, der Name ist also Aru. Jo. Evoli! Wer bist du? Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Na klar kennst du ihn. Nee, sorry, noch nie gesehen. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Ich weiß nicht, ob ihr euch glaubt. Das wüsste ich. Wie heißt er noch gleich? Wie heißt mein größter Rivale? Pla, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab keinen. Also den einzigen guten Rivalen war Blau oder Gary. Deswegen nenne ich ihn jetzt Gary. Er heißt also Gary. Natürlich, das ist Gary. Wie konnte ich das denn vergessen? Der ist unwichtig. Du musst dir nur meinen Namen merken. Es ist Zeit, Aru. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Go, go, Power Ranger! Ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt, so aufgeregt und vollkommen nervös. Diese Hände. Ja, das ist dein Zimmer. Ich weiß nicht, aber in meinem Zimmer gucke ich mich nicht so verstört um und starr auf meine Hände von wegen, ich existiere. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt?
In diesem Spiel gibt es nur 151. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Ich sehe aber keine Kabel. Eine super plüschige Evoli-Puppe. Da ist eine E-Mail von Gary in deinem Posteingang. Hey Aru, hier schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neidige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dort dein Spiel speichern. Wir sehen uns morgen, ja? Dein Gary. Dein Gary? Okay. Will der was von mir? Hey, ich bin's. Bist du schon auf dem Bein, Aru? Ich komm hoch. Ich hab nicht gesagt ja. Morgen, Aru. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Ja, du brichst einfach in mein Zimmer ein und ich hab dir das nicht erlaubt. Bist doch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie dir lieber schnell doch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ja, ich gehe auch mal zu meinen Freunden und drück dir den A-Knopf. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eis Labor. Okay, seltsamer Junge. Die haben alle so große Fernseher. Warum läuft hier nichts? Es läuft gerade ein Film. Ein Mädchen mit Zöpfen läuft eine Straße aus gelben Ziegelsteinen entlang. Aber es ist Zeit aufzubrechen. Die gelben Ziegelsteine sind Oz, oder? Sag mal, du hast nicht einen Termin bei Professor Eich? Gary wollte doch mit dir heute Pokémon abholen gehen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Warum ist die eigentlich so braun gebrannt? Muss gerade Sommer sein. Wunderschöne Grafik. Richtig, richtig geil. So, wir quatschen natürlich erstmal mit allen. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Aber nicht vor mir. Muhahaha. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ja, aber es ist mir gar nicht so recht, wenn sich alles immer vernetzt. Also ich habe keinen Bock, dass mein Toaster mit dem Handy sich freischalten lässt. Ich finde das alles ein bisschen too much. Nachher bringen uns sowieso die Maschinen alle um. Hallo Aru, mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Habt ihr euch etwa verpasst? Dabei meinte Gary noch, dass ihr zusammen zu Professor Eis Labor gehen wolltet. Cool, der Junge hat kein eigenes Zimmer. Die haben nur einen einzigen Raum und ich find's immer noch verwunderlich oder bemerkenswert, dass kein einziger Haushalt ein Badezimmer hat. Ich möchte mal echt wissen, die Leute hier müssen niemals aufs Klo. Das spart Zeit, unglaublich viel Zeit. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Man sieht es ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen und weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent, aber verrat das nicht meinem Kollegen da drüben. Okay. Guck mal da. Und guck mal da. Da fehlt aber einer. Hey Aru, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Ich auch. Los, schnapp dir einfach einen und dann geht's los. Warum müssen wir auf dem alten Typen warten? Können sie auch einfach einen Pokéball klauen? Das guckt doch gerade keiner. Ah, guck mal da. Vielen Dank, Freunde. Okay, der redet mit Vögeln.
Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Aru ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Gary euer erstes Pokémon zu geben. Dann lasst uns doch gleich zum Labor gehen. Na sowas. Evoli! Evoli! Meins! Ein wildes Evoli erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Evoli rumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du müsst nur gut zählen und deinen Pokéball auf es werfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf zum Zielen auf. Okay. Schwinge den... Oh Gott, das kann nur schief gehen. Ich hab getroffen. Ich hab getroffen! Ja, ich bin voll krass. Klasse, Evoli wurde gefangen. Meins. Es gehört mir. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das ein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Hallo? Hey, bleib da. Du gehörst mir. Das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Halt's fest! Hey, warte doch, komm zurück! Was zum Fu? Oh, hier sind's drei Pokébälle. Was für ein Plot-Twist. Professor! Können Sie mir erklären, warum da auf einmal drei Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Aru eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen, Aru? Boah, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Aru, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. Meins. Was ist, wenn ich jetzt aber das Rechte haben möchte und nicht in der Mitte? Oh, ich will auch ein Evoli haben. So süß. Ich könnte es die ganze Zeit knuddeln, bis es keine Luft mehr kriegt. Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Hörst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Und damit fängt das Grauen an. Ich werde in diesem Let's Play versuchen, alle 151 Pokémon zu fangen. Und ich werde ihnen Namen von Abonnenten geben. Ich nehme diesen Pass aber jetzt schon im Voraus auf und deswegen werde ich die ersten paar Pokémon selber die Namen vergeben und in den späteren dürft ihr euch dann was aussuchen. Ich werde dann nochmal ein kleines Extra-Info-Video machen. Ja, wer mit seinem Namen oder mit seinem Pokémon, das ich auswähle, nicht einverstanden ist, der kann es einfach schreiben, dann kann ich es ja nochmal ändern. Evoli würde ich gerne Shadow nennen. Erstens, weil ich ihn damit ärger. Und zweitens, weil Shadow unser aktivster und längster Abonnent ist. Aber hauptsächlich, weil ich ihn damit am meisten ärger. Shadow wurde in ein Team aufgenommen. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Gary erhält Pikachu von Professor Eich.
Ich möchte gerne wissen, was im dritten Pokéball ist. Ach, ich kann schon laufen. Okay. So ein niedliches Pokémon. Ich habe mir schon immer ein Pikachu gewünscht. Ein Trainerneuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. So etwas habe ich selbst noch nie erlebt. Auf Wiedersehen. Oh, einen Moment. Eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Mach einfach Google auf, da steht beim Pokewiki alles drin, was du brauchst. Hier, Aro und Gary, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du willst doch nur, dass wir dir den Job abnehmen, damit du hier rumchillen kannst. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten, ich mach mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen, bis später. Oh, Evoli, bleib stehen. Hallo. Shadow, starr dein Gesicht an. Ja, ja. Ja, siehst du, der ist jetzt schon wütend auf mich. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich sprachlos. Du quatschst mich die ganze Zeit voll. Und wie heißt das Kleine? Ah, Shadow. Wie wirklich niedlich. Jetzt reißt er mir wirklich den Kopf ab. Hoi, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Ja, und ich bin, glaube ich, keine Ahnung, 8 und ich darf in die Weltgeschichte rumreisen. Sehr, verantwortungsvoll von dir, Mutter. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Du erhältst eine Karte von deiner Mama. Du verstaust es in deinem Beutel. Wenn du mal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf, Geronimo. Macht's gut, komm nie wieder. Und ja, ich bin frei. Freiheit. Ja, wir dürfen von zu Hause abhauen. Wupp, wupp, wupp. Ich will nur noch mal ganz kurz. Oh, du und Gary habt also beide ein Pokémon erhalten? Das freut mich für euch. Okay. Ich dachte, da kommt noch was. Dann geht's los, dann geht's los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Route 1. Hallo. Hallo. Das Taubsi, ich will 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 Taubsi. Gib her, gib her, gib her. Dum 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 Taubsi, la 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 la. Mir geht's gut. Oh, großartig, großartig. Komm schon, du hast mir, du hast mir. Ja, super. Klasse, Taubsi wurde gefangen. Okidoki. Ein Taubsi wurde im Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Taubsi wurde in dein Team aufgenommen. Okay. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen.
aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Ein Ratzfratz. Wir werden alle fangen. Alle 151 Pokémon. Wir haben schon 3. Yay! Okay, wie kann ich den Spitznamen geben? Es knabbert mit seinen 2 Nagezähnen alles und jeden an. Stößt man auf eins, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Okay, also eine richtige Landplage. Oh, Topsy. Knuffenser. Bam, bam. Hey, der hat mich gehauen hier. Bist du? Was fällt dem eigentlich ein? Yes! Shadow erreicht Level 6. Glückwunsch, Shadow. Und Druckzuckhieb. Hey, richtig fleißig. Level 4, Taubsi. Ich muss mal gleich gucken, wie man jetzt den Namen hier ändern kann. Knuffenser bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Okay, Doki. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wie mache ich hier eben? Okay, das ist schon mal gut. Beutel. Pokémon-Box. Taubsi. Name ändern. Was ist ein Taubsi? Ach, männlich. Okay. Okay. Also jetzt nochmal. Name ändern. Männlich. Ich würde jetzt sagen, das ist Dinner. Stopp, man kann noch was machen. Und zwar kann man die Pokémon noch rumlatschen lassen. Aber ich weiß nicht genau wie. Team. Stinner. Okay, vielleicht kommt es noch. Ratzfatz haben wir ja schon. Sonst ist hier nichts. Na, Ratzfatz brauchen wir nicht nochmal. Was ist los? Shadow hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Himbeere. Dankeschön, Shadow. Sehr aufmerksam. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Ey, ist gut. Aber ich denke, wir sind jetzt in Vertania City und hier beenden wir erstmal die erste Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch, aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen, gebt einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!